Servus Leute, was geht? Ich bin Tico Ramazzotti und willkommen auf Musikpunch TV. Ja Freunde, Gary Washington hat einen neuen Song gezwoppt. Und zwar vor 21 Stunden. Sorry, mein Internet ist so langsam. In der Uploadzeit habe ich glaube ich 10 MB die Minute. Also es dauert immer 7-8 Stunden, bis dein Video online ist. Sorry an der Stelle, dass ich mal ein bisschen verzögert bin. Aber nichtsdestotrotz wollte ich heute ein Video machen. Und zwar Gary Washington hat einen Song gezwoppt und zwar mit dem Namen Daddy. Ich habe ihn auf den Schirm bekommen, natürlich durch das JBB oder durch das JMC. Die eine oder andere Runde habe ich von ihm sehr gefeiert. Ein Combo zum Beispiel mit Queen, sehr, sehr nice auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich habe seinen Werdegang nicht so verfolgt, muss ich sagen. Weil ich dachte mir, zur Feier des Tages, weil ich heute frei habe und immer noch einen selben Pulli anhabe, wie in den letzten Videos, was daran liegt, weil ich heute 3 Videos produziert habe. Deshalb bin ich sehr fleißig, was Videos angeht, und deswegen dachte ich mir, nehmen wir das Video auch noch mit. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze da hinten nach dem Fernseher wie immer an. Ich werde ein bisschen darauf reagieren, dies, das, Ananas, ihr wisst Bescheid. Ich mache immer Stopp mit meinem Handy und so, weil irgendwie mein Computer, das funktioniert leider nicht so wirklich. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Gary Washington, Daddy. Leute. Oh, romantisch, schönes Feuer, Kamin, sieht nach Kamin aus auf jeden Fall. Und man hört so einen Glockenbeat, gefällt mir sehr gut an der Stelle, weil es baut eine interessante Atmosphäre auf. Nein, ne? Ich dachte, so romantische Atmosphäre und so, und was liegt da auf dem Boden? Ein nices Girl. Leute, routinierter Gary Washington Flow auf jeden Fall. Immer bei ihm ist der Flow halt sehr, sehr chillig angehaucht. Also, das ist einfach mega chillig. Ich stehe zwar mehr so auf die Fresse-Rap, aber das kann man jetzt durchaus geben. Sehr chillig, wie gesagt. Gehen wir mal weiter. Okay, das scheint der Hook zu sein anscheinend. Ich bin von Grund auf zufrieden, ja. Denn wenn ich will, macht jede Bitch den Mund auf um 7. Mir egal, was ihr denkt. Gute Line konnte ich hören. Also, und die eine oder andere nette, die eine oder andere nette Person im Video konnte ich auch schon sehen. Gerade auf dem Bett liegend. Ich mach weiter mit dem Paar. Seit der ersten Klasse schaue ich bei Weibern auf den Arsch. Kommt man zu mir und fragt mich, bist du denn jetzt ready? Überleg ich kurz und als Antwort gibt es Bitches, nämlich Daddy, Daddy. Mega chillige Hook, ey. Bitches is okay, okay. Then let's get no Gary, Gary. Then let's just get so lame, lame. Bitches, nämlich Daddy, Daddy. Bitches is okay, okay. This shit is feel so heavy, heavy. Roll it up and blaze, blaze. Leg meine Steine in den Weg, wird dann drüber galoppiert, man. Ich bin nicht überheblich, sondern übertalentiert und auch. Alter, geiler Einstieg in den zweiten Part. Das mit dem übertalentiert, also das war eine geile Line, muss ich sagen. Und coole Reimketten auf jeden Fall, im Moment mal, muss ich sagen. Und
Immer weiter. Ausgiebig Licht auf der Street unterwegs. Ja. Fragst du mich nach Peace, mach ich Peace und dann geh ich. Ich finde bei deiner Bitch den Po richtig schön. Ein ganz klarer Fall für das Rotlichtmilieu. Und ich brauche jetzt wirklich langsam mal einen Eierschutz. Denn ich fühle mich halt manchmal so wie Tiger Woods. Auf das Money hab ich maximalen Zugriff. Deswegen mach ich erst einmal ein Praktikum bei Gucci's. Sorry, ich hab immer ein paar Flittchen in meinem Schiff. Also ich muss sagen, der zweite Part gefällt mir besser als der erste Part. Irgendwie coolere Reime, würde ich sagen. Nice. Daddy, fragst du mich warum, sag ich dir ganz einfach. Bitch, es nenn ich Daddy, Daddy. Bitch, es ist okay, okay. Denn es gibt nur Gary, Gary. Denn es ist mir zu lame, lame. Bitch, es nenn ich Daddy, Daddy. Bitch, es ist okay, okay. This shit is viel zu heavy. So Leute, das Video ist vorbei. Also das Video an sich, muss ich sagen, ist nicht so aufwendig, aber trotzdem nice. Die Nebendarstellerinnen waren auch ganz nice eigentlich. Ja, komisch, ich bewerte immer teilweise die anderen Personen im Video, aber egal. Auf jeden Fall coole Lines dabei. Also ich, wie gesagt, ich feiere seinen Flow abnormal. Sehr chillig, kann man es sehr gut geben, wenn man chillt. Eine krasse Aussprache, ballert alles weg. Also mir gefällt der Track sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, was da noch kommen mag von ihm in der nächsten Zeit. Wir sind sehr gespannt. Und dann würde ich sagen, kommentiert das, wenn es euch gefallen hat. Könnt ihr Video auch gerne noch einen Daumen nach oben da lassen. Und vergesst bitte, bei dem Künstler vorbeizuschauen, dort auch ein Gefällt mir zu machen, weil gute Künstler muss man unterstützen. Und Gary gehört auf jeden Fall dazu. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Mal in Videos. Bis heute, macht's gut. Grüße Punch TV.